Du, sag mal, Meister, warum zittern bei dir so die Hände? Ja, du Junge, weißt du nicht Bescheid hier? Das ist doch hier die alte Wicker-Villa. Wie die Wicker-Villa? Hier hat Drew Barrymore gewohnt. Das ist hier die alte. Ja, und weißt du, warum die jetzt hier nicht mehr wohnt? Ja, bestimmt nicht, weil Hexenrituale hier drin abgehalten wurden. Das ist eine ganz Ja, normale Bude. da siehst du die Symbole. Die Das ist Symbole. Kinderschmierei. Acht auf die Symbole. Da haben Kinder irgendwas hingeschmiert. Kinder können gar nicht wickern. Natürlich, Kinder können nicht wickern. Kinder sind ideal für Wickertechnik. Glaub mir, jetzt Also, gehe ich hier mal mit der Asura Smith drauf. Ja? ich sag dir eins, wenn das Ding fertig ist, du wirst die Hämorrhoiden nicht mehr los, ne? Das ist ein Fluchhaus, das sag ich dir jetzt Guck mal, ich schon. würde sagen, jeder macht mal. Guck mal, du machst hier die Einfahrt, ich mache hier den Gehweg. Weißt du, wir teilen uns erstmal schön hier auf. Ach Mal schön mal hier. so, Weißt du, du musst dann ein System reinbringen, sonst verärgerst du die alte Baba Yuschka. ja. Baba Yuschka, die ist doch jetzt bei Volkanoids unterwegs. Ja, die ist auch bei Volkanoids unterwegs, das hast du richtig erkannt. Ich mache erstmal hier die Außenstreifen. Brauchst du mich nur so nach vorne durchlaufen? Oh. Man kann nicht mehr Sprint spritzen mit dem Ding, Nee, ne? das haben sie rausgenommen, weil es total unrealistisch ist. Allein wegen dem Druck, Was? weißt du? Guck mal hier, Ach so. Katzenspuren. Das sind Katzenspuren auf dem Boden. Im Ja, Dreck. bestimmt von einer schwarzen Wickerkatze. Denkst du, das ist von einer schwarzen Hexenkatze? Ja. Es ist komisch, aber es ist wirklich so. Dass bis heute verkaufen sich, also so Tierheime haben große Probleme, komplett schwarze Katzen Ach loszuwerden, komm, ist ne? doch Ja, Bullshit. na, ist wirklich so. Ich finde, komplett schwarze Katzen sehen total cool aus. Ja, aber so, es gibt irgendwie aus irgendeinem Grund leben wir, was das angeht, immer noch im Mittelalter. Ich Aber das meine. ist Deutschland, oder? Das ist so typisch deutsch irgendwie. Das ist einfach typisch Mittelalter. Ja, aber Das ist einfach. Deutschland ist ja so mittelaltergeil. Da kommt ja niemand Naja, ran. sag Ich ich. meine, Amerika hat ja nie ein Mittelalter. Die haben einfach direkt gerne annektiert und Ja, klar. wie geil das ist hier einfach so diese Streifen. Ja, guck mal, ich mach hier so die Walk and Talk-Technik. Ja, immer so nach vorne, wie mit dem Rasierer. Slow and steady wins the race. Hättest du Bock, mal so ein Haus hier mit Hochdruckreiniger im echten Leben komplett abzuspritzen? Ja. Wäre geil, ne? Da musst du in der Realität musst du noch ein paar andere Sachen beachten. Ist mir ja jetzt, weil ich ja ins Hochdruckreiniger-Business mit eingestiegen bin, also ins Private. Und zum Beispiel draußen, wir haben halt diese Holzbalken-Terrassen quasi, ne, mit diesen geriffelten Holzbrettern sozusagen. Da entriffelst du das Holz mit genügend Druck. Ja, eben genau. Und wenn du da halt die Strong-Düse nimmst, da ziehst du dir richtig, also Furchen rein. Musst du halt aufpassen, Guck mal, das ist ne? doch wunderschön, wenn du hier so eine richtige Sifftreppe siehst. Du gehst einmal hier so wupp durch, ne? Ja, es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Die Kunst des Schmutzentfernens. Das ist hohe Kunst hier. Ja? Die haben schon die alten großen Asiaten haben das schon. Ja, die haben damals schon gesagt, Junge, halt den Tempel sauber. Die Ne? Putzjaten. Putzjaten. Die haben gesagt, du brauchst zwei Dinge im Leben. Duft und Zitronenreiniger. Ja klar, ohne Zitronenreiniger geht hier nix. Boah, guck mal, es war einst so ein schmuddeliges Drew Barrymore-Haus. Ich glaube auch, so würde Drew Barrymores Haus aussehen. Ich halte die Meinst irgendwie du? für. Ja, die ist irgendwie schmuddelig, finde ich. Die hat so ein Ist schmuddeliges Aussehen. Doch, guck sie doch mal an. irgendwie. Ich glaube auch, es ist so eine Person, die kaut Nägel. Ja gut, aber das ist ja kein Zeichen von schmutzig sein. Nee, aber ich. Ja, aber. Das ist eher was von gestörtem Ticks. Seelenfrieden. Nervosität. Hat keine ausgereifte orale Phase als Kind gehabt. Dann wird man zum Nägelkauer. Ist das denn jetzt dann für Ihren Lebenspartner ein Vorteil? Dass sie keine ausgereifte orale Phase hatte. Ja, also wenn sie die jetzt Also, nachholt. ich glaube nicht, dass sie die nachholt, so. Weil Ich sie kenne mich da weiß nicht nicht, wie aus, es meine. geht. Ja, aber sie weiß ja nicht, wie oral richtig geht. Deswegen. Sie ist gefangen in einer unoralen Ja, aber Welt. das ist ja jetzt mehr so Freud, ne? Und der ist ja eigentlich ein bisschen überholt. Ich habe das erste Wicca-Symbol entfernt. Siehst du die Wolken? Wie sie sich vor die Sonne schieben? Ja, stimmt. Ja. Wenn jetzt noch so ein Heulen kommen würde, wenn er sowas einbauen würde, weißt du, so kleine Easter Eggs. Ja. Das wäre geil, ne? Die Villa Werwolf. Die Villa Werwolf. Aber ist ja Hexe. Ja, aber Werwölfe, Hexe, die gehen doch alle Hand in Hand. Die sind doch alle in einer Gewerkschaft.
Machen wir hier das Außengeländer dann, wenn du gerade Zeit hast. Oh ja, klar. Da kommst du jetzt gut ran, dann kann ich hier schön von innen, du von außen. Ja, aber das ist so eine Karte, da hast du viele kleine Erfolge, ne? Weil hier das Geländer gibt irgendwie einen Erfolg. Ja, ja, genau. Pling. Der Balken da gibt einen Erfolg. Zack, guck mal, richtig schön hier. Es ist irgendwie vielleicht hier von unten noch ein bisschen ran. Hat der schon geblinkt? Der eine hat, der Balken hat geblinkt, aber ich glaube, das Geländer noch nicht. Irgendwas stimmt mit dem Geländer. Geländer, da fehlt noch ein bisschen. Hast du dich innen hingehockt vom Geländer? Weil hier wahrscheinlich runter von unten ist ja. Ja, von unten noch. Ja, aber von innen. Von der Innenseite. Du hast innen von unten nicht mehr. Jetzt, irgendwas hat geblinkt. War das Geländer? Das war die Wand. Nee, das war die Wand. Jetzt. Boah, jetzt schön hier die Tür abspritzen. Ah, guck mal, wir sind schon bei 19%. Wir sind aber auch echte Spritzprofis, ne? Ja, ja, klar, das ist dann halt. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt einfach aufs Dach gehe und von oben anfange. Weißt du? Aber ich will erst noch hier diese Garagenwand, so. Ja, am Spritzen, da macht uns niemand was vor. Wir sind halt Traditionsspritzer. Ja, Traditionsspritzerei seit 1806. Ja, die Leute legen hohen Wert auf traditionelle Spritzen. Wenn es doch schön per Hand geschlagen ist, der Schaum. Handgeschlagener Schaum. Finden die Leute gut. Ja klar. Auch so, es gibt ja jetzt dann so, jetzt so Unkraut entfernen zum Beispiel, das kannst du auch, und dann machen die das mit heißem Wasser. Weißt ja, du, das halt, mache ich aber auch. Damit du halt nicht mit Gift spritzen. Nee, mit heißem musst, Wasser. Schön heißes, aufgeschlackert Wasser und da, ne, da fliegt das Kraut aus dem Garten raus. So. Ja, die mögen das gar nicht, so einen schönen Hotcock nennt man das. Ja, also nicht aus dem Garten, sondern eher so aus den Einfahrt, so zwischen den Pflastersteinen. Ja, da bildet sich natürlich dann das Kraut. Ich hab gleich schon den ganzen unteren Kranz hier, Junge. Der untere Kranz ist nicht. Und ich hab gleich hier die Veranda. Lass Veranda denn Sevilla. Es geht nie wieder aus dem Kopf. Nee, ach Simpsons Quatsch. Hat das kaputt gemacht. Sobald irgendwas. Mir ist auch aufgefallen, dass Simpsons so viele Sachen eigentlich eingeführt haben. So Comedy-Kult-Classics. Weißt du, auch so dieses Rückwärtslaufen schockiert oder irgendwie dieses. Wegrennen, nochmal hinrennen, sich einen Donut nehmen, nochmal wegrennen. So, weißt du, das Frühstück mitnehmen. Yeah. Da hast du Dinge, die haben die Simpsons eingeführt. Richtige Simpsons-Classics. Aber das haben sie heute alles nicht mehr drin. So diesen alten, simplen Humor, sag ich mal, den sie hatten. Ja, aber dann die Intellektuellen kommen und sagen, das ist gar nicht mehr witzig. Das ist voll aus der Zeit, Alter. 7 Likes auf Twitter. Oh, wir müssen unbedingt unser gesamtes Konzept umstellen. Ja, so sind die drauf. Die Netzmeinung ist nämlich eindeutig. Die Netzkommune ist außer sich. 4 Menschen schreiben Kacke. Ja, genau. 4 Menschen schreiben, das finde ich doof. Alter, hier, das läuft gerade richtig gut bei mir. Ich mache mich jetzt gleich an die hintere Veranda. Warum sagt man eigentlich bei Garten und bei Vorgarten Vorgarten? Und warum sagt man dann nicht bei Garten Hintergarten? Naja, vielleicht hat sich's irgendwann etabliert, dass der Garten immer hinten ist. Aber irgendwann kamen ein paar reiche Schnödels auf die Idee zu sagen, okay, wenn alle hinten Garten haben, mache ich jetzt mir vorne auch noch einen hin. Man muss man ja irgendwie benennen, weißt du? Und dann hat man gesagt, okay, der reiche Sack da drüben hat einen Vorgarten. Huiuiui. Und so ist der Vorgarten entstanden. Am schlimmsten finde ich diese... Wenn die vorm Haus dann nur so ein Schottergarten, finde ich ultimativ hässlich. Aber das ist halt bequem. Ja, aber trotzdem ultra hässlich. Weil das wird in einigen Regionen sogar verboten, ne? Ja, ich weiß. Weil da zu viel Kies halt mittlerweile ist in den Gärten und dadurch die ganze, sag ich mal, Tier- und Pflanzenkultur stirbt. Ja, macht doch auch Sinn. Wie gesagt, es ist nicht nur grottenhässlich, sondern halt auch einfach, wo ist das Problem?
paar Bienchen im Garten zu haben, so, und dann mal halt. Wir wollen ja nicht. Es gibt Leute, Alter, wenn die eine Biene sehen, da holen die Giftbombe raus. Ich kenne so Menschen. Das sind, weiß ich nicht, das sind keine 5 Minuten Rasenfläche zu mähen, so was die da. Ja, aber es gibt Menschen, die sind da extrem aggressiv. Zwischendrin immer mal die Nase putzen. Mal so eine kleine Nasenputz-Session. Eine kleine Trompete machen. $5 die Trompete. Guck mal, wenn ich dafür $5 kriegen würde, wäre ich reich. So viel, wie ich in den letzten Tagen die Trompete gespielt habe. Ja. Komm schon. So, Fensterrahmen. Gelände. Man hört doch in der Ferne immer so ein Pling. Was? Ja, wie gesagt, ich komme hier gerade echt gut voran. Da drüben hat wieder einer was sauber gemacht. Da drüben hat wieder jemand was sauber gemacht. Drüben. Die Veranda hier hinten ist groß, ne? Das Stuck hier, haben die auch ein bisschen Stuck, glaube ich, ne? Ich denke, das Schlimmste wird dann das Dach werden. Ja, ja, das wird richtig unangenehm. Weil das auch so viele kleine Dachwinkel hat. Aber so hier unten, hier kommen wir gut voran. Jetzt haben wir gleich schon die Hälfte. Ja, es läuft ganz gut. Mach halt erstmal hier den groben Schrupp. Ne? Onkel Grobschrupp hat damals schon gesagt, erstmal ordentlich grob drüber. Und dann suchst du den kleinen Mann im Boot. Ja, den musst du finden und dann killern. Der ist ja kitzelig. Du findest den kleinen Mann im Boot, dann feuchtest du den Finger an und flipperst drüber. Und den polierst dann die Glatze mit einem feuchten Finger. Du, sag mal, wie befriedige ich eigentlich eine Frau? Nun, sag mal, Meister. Du, Meister, ich habe Probleme, eine Frau zu finden. Du, sag mal, Meister, warum nennt man den Kitzler eigentlich Kitzler? Er ist knackig wie Frankfurter. Oh Mann. Ach, Kinders, das ist das. Das ist das Ding. Irgendwann, dann schaltest du so diesen Konzentrationsmotor aus. Dann bist du gefangen. Was denn? Ich hasse das Gelände mit seinen ganzen kleinen Dreckecken, ne? Das Gelände hat so viele verborgene Dreckecken. Ja, ja. Geländer sind der Feind. Machst du auch, also im ersten halben Jahr der Ausbildung hier machst du nur Geländer. Ja, das stimmt. Der Veranda-Bodenbelag ist aber auch gleich fertig. Alter, das ist eine Glanzveranda gleich. Also, ich verstehe nicht, wer das Haus nicht will. Ne? Naja, wie gesagt, Drew Barrymore und Hexenrituale. Wir haben ja schon gut angepasst, dass die Blinks bei manchen Sachen schon relativ früh kommen. Ne? Und das ganze Ding dann als gereinigt gilt. So, das war am Anfang auch noch nicht so. Da musstest du jeden kleinen Krümel finden. Da musstest du schon ordentlich reinkrümeln. Du liebes Geländer. Ja, aber das Geländer hier ist echt tricky. Also es sieht relativ sauber aus, aber irgendwie sind wohl noch ein paar kleine Schmalzspuren. Ah, hier ist nochmal eine Verkrustungsschicht. Man vergisst oft die dritte Ebene. Ne? Diese von ganz unten, die Ebene, vergisst man oft. Ja, die ist es, ne? Die ist es meistens. So. Boah, hier ist ja noch richtig viel Decke, die wir auch noch mitnehmen. Aber es ist ja die Veranda-Decke, die ist extrem. Ja.
Vor allem, wenn du da von unten ran musst. Da ist die Position gut, weil du da ein bisschen breiteren Strahl kriegst dann am Endpunkt, ne? Das stimmt, ja. Richtig die Reinigungsexpertisen, ja. Aber die Veranda zählt alles zusammen anscheinend. Weil hier bin ich jetzt nicht wirklich... ich bin jetzt hier relativ durch auf der Seite. Da ist nicht mehr viel Schmutz. Weiß ich nicht. Meinst du, die zählen als... Dach! Das Dach! Die hat wahrscheinlich noch... Veranda zählt auf jeden Fall... Ja, aber ich mache ja gerade das Dach. Und das zählt alles zusammen. Hier ist nochmal richtig viel Dreck. Oh. So, ja, jetzt. Meister, ich brauch mal die Leute. Meister, ich brauch die Leute, du, hier drüben. Wo die Leute, du, jetzt geht nach oben. So, hier den nächsten Balken. Geländer, ja. Ja. Okay, let's go. Komm schon, die 50% kriegen wir gleich. Dann geht's wieder schneller gleich, weil wir dann... Aber dann wieder so Teil des Puzzles haben. Das ist wie ein Puzzle. Ja. Schmutzpuzzle. So ein Schmutzpuzzle. Das Schmutzpuzzle des Todes. Hier, das Präzisionsarbeit. Ja. Bing, bing, bing. Guck mal, wie es hier bing, bing, bing macht, Junge. Bin schon in der nächsten Ebene angekommen. Obwohl, hinten die Wand habe ich, glaube ich, noch nicht. Boah, der Kamin wird nochmal ganz schön Arbeit, sehe ich gerade. Oh, aber jetzt hier so eine schöne, eine Leiter. Großflächige Wand. Ja, die ist recht hoch. Hier ist auch eine richtig hohe Wand, du. Da brauchst du entweder Verlängerung oder halt mit der Leiter stufenweise... Ja, mit der Leiter stufenweise sich hochklettern. Eine Wand ist ja dann schnell drüber gespritzt. Ja klar, so eine Wand ist schnell. Das, die Ecken sind immer das Komplexe. Ja. Oh, hier ist noch ein Wicker-Symbol. Oh, das ist richtig hartnäckig. Das wird richtig mit... Wickerkreide drauf gepinselt. Mit der Rubbeldüse machen, mit der ordentlichen. Guck mal, ich habe doch hier die Rubbel Futura 3000. Ja, dann mach die nochmal drauf. Und dann ja, habe ich weggeruppelt. Schön weggewickert. Wir haben nur eine Leiter. Kann man eigentlich eine zweite Leiter holen? Nee, ich glaube nicht. Also im Singleplayer ging das nicht. Aber ich bin jetzt erstmal oben, also ich brauche die jetzt im Moment nicht. Ich kann nämlich von der Seite aus hier drauf. Jetzt kommen nicht die fiesen Ecke, Junge. Jetzt kommen die fiesen Ecken. Ist das der gesamte Sims ums Haus herum ein Ding? Anscheinend. Boah, du musst den Sims auch noch von unten machen. Ja, ja. Holzverkleidung. Ja, hab ihn. Die Seite habe ich jetzt. Okay, ja, nee, dann sind die einzeln, die Simse. Oh, ich habe die Hauswand. Yes. Die eine. Na, guck mal, der Sprung ging schnell jetzt. In den Prozenten. 58, ja, ja. Auf dem Dach musst du halt echt, der ist glitschig auch, ne, irgendwie. Ja, von vorne sieht das richtig schick aus, das Haus. Ja, ich hab mich hier schon in die verkommenen Winkel. Boah, sieht richtig gut aus, das Barrymore-Haus. Not so Barrymore. Aber das ist ja das, was ich meine, was das Spiel so gut ist. Diese Übertragung von, okay, ich hab wirklich was geputzt irgendwie. Ich hab was gereinigt. Ja, man hat das Putzfeeling. Ja, ich habe richtig Dreck entfernt und bin stolz drauf. Meine Entfernung. Ich stamme aus einer langen Generation von Dreckentfernern. Ja. Ne, der Sims geht, glaube ich, hier ums Haus herum. Guck mal hier, der ist ja... Ach du meine Güte. Ja, um die Seite zu reinigen, die Hausseite, brauchst du auf jeden Fall eine Leiter.
Die große hinten. Ja. Ja, ja, gut, nimm, die steht hinten auf der Veranda. Nimm sie dir mit, den Jungen. Jetzt gerade hier, ich mach jetzt dieses Seitendach, dann wäre das nämlich auch schon mal weg. Und hier ist aber richtig, auf dem Dach ist richtig groß, da musst du zwei, dreimal drüber, ne? Ja, ja. Also wenn wir wollen ja natural ohne Reiniger, ne? Wenn wir noch nicht mal den Reinigungsaufsatz. Ja, wie kommen wir jetzt auf das andere Dach? Ist es legal, Meister? Sag mal, Meister, ist es legal, was wir hier machen? Ja, sicher, wir sind ja auch Free Climber. Free Climb Putzer. Speedkletterer. Speedkletterer, oh. Ja, wenn du da die Milchschnitte zu Hause vergessen hast, kannst du noch immer Balkon schnell rein, du. Das Garagendach, da sprühst und hast das Gefühl, es passiert nichts oben am Balken. Nee. Weil da ist auch Doppelkruste. Wenn du das Schwarze oben weg hast, kommt da drunter nochmal so brauner Spritz. So ganz alter Taubenschiss. Ja, klar, natürlich. Das ist nämlich auch das 1812er Taubenspritz. Ja, ja, das ist eingelagert. Das ist eingelagert über ja, 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 klar. Deswegen ist es ja auch ein Hexenhaus, weil du weißt, in alten Taubenspritz ist sehr viel finstere Macht. Sehr viel finstere Magie ist in altem Taubenkot, das weiß jeder. Also Hexen wissen das garantiert, sage ich dir. Weiß ich nicht. Kannte mal eine. Und hat sich in der Nähe von Kot aufgehalten? Bestimmt. Bestimmt, immer. Prinzipiell hält sich jeder Mensch ständig in der Nähe von Kot auf, wenn man es mal so sieht. Oder beziehungsweise der Kot hält sich immer in der Nähe der Menschen auf. Ja, aber es gibt Menschen, die sagen, ich meide den Kot. So gut ich kann. Und dann gibt's welche, die sagen, oh, nehme ich mit für zu Hause. Oh, mach ich heute Abend ein Hexenritual, du. Genau das, was ich fürs Ritual brauche. Die richtige Menge macht's. Boah, der Schornstein ist ja fies, weil den musst du auch noch von unten reinigen. Also so von unten. Hier ist echt fies. Das ist richtig ekelhaft. Also da musst du... Bist jetzt auf dem großen Dach? Ja, ja. Weil ich mach grad Schornstein fertig. Man muss auch hier die Abdeckung musst du auch machen vom Schornstein. Die ist richtig unangenehm. Ja. Mal die Abdeckung, du. Da ist ja noch eine Rinne. Boah, Alter, hier oben ist aber auch... Das Dach hat eine richtige Hartkruste. Ja, ja. Aber auch jetzt erstmal das Dach sauber. Danke, es ist die Braunkruste, hat sich da. Da legt sich dann so eine Patte über den Tauschi. Ne? Ja, ja. Über den Tauschi legt sich die Kante Patina. Und wenn die erstmal auf dir drauf liegt, der Patina, dann wirst du flach gequetscht und in das unterliegende Material mit eingearbeitet. Oh, da oben ist nochmal so ein Wicker-Ding. Aber auf der Leiter ist auch richtig so ein rutschiger Stiefel, ne? Ja, ja, musst du aufpassen. Ne? Da musst du, Junge, Leitern sind echt der Feind. Also Leitertod, Tod durch Leiter ist... Ist ein Branchentod. Ja. In der Branche sterben die meisten durch. Entweder Druckreiniger im Auche, im Oche oder Leiterrutsch. Machst du nicht lang. Nee. Machst du so einen Job, machst du nicht lang. Aber Garagendach ist gleich fertig. Garagendach ist gleich fertig. Hab die Wand gereinigt. Da war doch wieder eine Wand im Spiel. Über Funk. Wand ist gereinigt. Wand ist gereinigt, Chef. Wand ist gereinigt. So richtige Arbeitsplanung. Jetzt bitte vorrücken. Sektor C1. Schornstein, ja. Komplett. Den ganzen Schornstein habe ich durch. Junge, Junge, Junge. Wenn die jetzt ein Feuer da drin machen, du, dann kriege ich aber durch. So, ich habe noch ein paar dicke Flecken hier am Dach. Die Leiter. Ah, jetzt geht's. Eben konnte ich die Leiter irgendwie nicht richtig aufheben. Das ist gleich die nächste große Wand. Achtung. Ja. Guck mal, jetzt mache ich irgendwie Big Steps. Steps. Kleiner Reiniger, große Schritte. Ihr Kinofilm. Für alle, die auf Reinigungen stehen.
Der Reinigungsfilm diesen Sommer. Wenn Sie diesen Sommer nur einen Reinigungsfilm sehen wollen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so nasse Stiefel oder sowas. Ich rutsche immer von der alten Leiter. Ja, du musst doch hier an den Kanten richtig aufpassen. Da kommst du wahrscheinlich auch nur mit Leiter dran, Regenrinnen. Also ist ja richtig. So richtig an die Rinne? Da langt der Finne an die Rinne. Ja, dann steckt eine plötzlich drinne. Gehst du aber hinne, du. Die Inge hat eine dicke Rinne. Ich war schon immer anders gebaut als die anderen Mädchen. Ich war immer anders gebaut als die anderen Mädchen. Das fiel mir auf, als ich 7 wurde. Mein Vater sagt, ich habe eine sehr ausgedehnte Rinne hin. Meine Rinne war schon immer sehr ausgedehnt, auch als kleiner Bückling. Bückling ist auch so ein Wort, ne? Ich habe in der Kirche als Bückling gearbeitet in den Sommerferien. Der Hostienbücker. Wenn Sie diesen Sommer nur einen katholischen Horrorfilm sehen wollen, schauen Sie den Hostienbücker. Wow! Ja, mein Arzt hat mir verboten, den Timmy zu machen. Boah, hier habe ich alles durch gleich. Aber die Regenrinne ist schwierig. Schau mal, ob ich die hier mit dem Strahl... Es ist schwierig, hier den Regenrinnenwinkel zu kriegen ohne Leiter. Ja. Weil dann rutscht... runtergerutscht. Aber warte mal, vielleicht komme ich da mit dem roten... Boah, schön hier das Wicker-Symbol weggeschmolzen. Das fühlt sich richtig und gut an, sage ich dir. So. Oh Mann, jetzt müsste ich mich eigentlich noch an diese Wand hier machen. Dann wäre aber dieser komplexe Bereich vollständig gereinigt. Aber da komme ich ohne Leiter nicht an Sims und so. Im Moment kannst du die Leiter nehmen. Ich brauche sie gerade nicht. Ich mache erst das, wo ich drankomme. Und wie mein Onkel immer gesagt hat, wo ich nicht drankomme, spritz ich hin. Ja klar, ne? Das war so sein Motto. Und dann starb er beim Freeclimbing, weil er es nicht drangekommen hat, versucht hinzuspucken. Er kam nicht an die Milchschnitte. Er kam nicht mehr an seine Milchschnitte, obwohl er Speedkletterer war. Speedkletterer. Ist eine der dämlichsten Werbungen, ne? Also wirklich. Ja, aber weißt du, wenigstens war die Werbung früher kreativ. Heute ist nur noch so, ich setz einen Typen an ein Smartphone und der redet darüber, dass er gestern das Produkt gekauft hat. Boah, gestern war ich im Supermarkt, da habe ich das gefunden. Leute, ich kann euch sagen, das ist das beste Produkt ever. So ist Werbung heute. Influencer, alles ist Influencer-like. Weil die Kinder anscheinend darauf reagieren, so, oh, wenn der sagt, das ist gut, ist ja ein Mensch wie ich. Der ging dann in den Supermarkt und hat sich Schnitte aus dem Regal geholt. Ja, mache ich das auch. Das finde ich richtig schade, weil ich vermisse so diese Werbung, wo auch so kreativ war. Zum Beispiel diese ekelhafte Sony-Werbung für die PlayStation 3. Oder diese durch eine Xbox-Werbung, ja gut, aber wo die Mutter da das Kind auskackt. Ja, die war krass. Und dann fliegt er irgendwie einmal um die Karte so und wird immer älter und landet in der Kiste. Und dann steht nur, das Leben ist kurz, spiel mehr. Du sollst spielen und rauchen, wenn wir schon dabei sind. Spielen und wenn du schon dabei bist, fang auch gleich an zu rauchen. Microsoft Marlboro Presents. Marlboro Soft. Stell dir mal vor, Zigarettenwerbung wäre noch so legal wie damals. So ja, dann, aber es war witzig. So Sachen wie, was ist so Red Dead Redemption, weißt du so? Na, willst du auch so ein cooler Cowboy sein, kleiner Junge? Ja, aber ich weiß nicht, ich vermisse diese Werbung, wo man noch was zu lachen hatte. Die Marlboro Red Dead Redemption Edition, ja, oder allgemein, guck mal, früher, allein jetzt, wo ich hier Plants vs. Zombies 1 gespielt habe, da gab es zum Beispiel mit Cheetos so eine Zusammenarbeit, dass es da Charaktere für gab. Da gab es einen Schnapper und einen Wissenschaftler, in dem ihren Stil, also wirklich ein eigener Charakter mit eigenen Fähigkeiten, eigenem Design, wenn du dir so eine Tüte geholt hast.
Und sowas vermisse ich irgendwie. Oder in Cornflakes-Schachteln, was da früher für geiler Scheiß drin war. Ich meine, die Cornflakes haben scheiße geschmeckt. Jetzt kriegst aber du nur noch Doppel-XP bei Call of Duty, wenn du irgendwas. Ja, brauchst. Aber nicht mal mehr das. Nicht mal mehr das. Doch, Doritos hat es, glaube ich, im Moment wieder. Ja, die sind auch so die einzigen. Doritos und Monster Energy hat irgendwas mit Halo gemacht, aber dann wurde das Spiel ja verschoben und die Dosen waren trotzdem da. Aber früher gab es so coole Sachen, wo du gedacht hast, ey, bei jeder Tüte Crack, cooler Skin für Plants vs. Zombies. Bei jeder Tüte Crack, ein Code für noch mehr Crack. Ja. Und das Southside kriegst du mit diesem Code. Ja. Guten Brocken. Da gibt's schöne Rocks. Guten Rocks von der Southside. Ich krieg's vielleicht mit Springen hin. Ich brauche vielleicht gar keine. Mir fehlt nur an diesem Fenster was. Komm ich, warte mal, kann ich hier auf den. Hier und dann gehe ich. Da. Oh, Moment, da ist ja noch Dreck. Hab ich gar nicht gesehen, nur den Dreck von oben. So, dann gehe ich hier hin. Haha! Ich brauche keine Leiter, du. So, ich glaube, der Sektor hier ist sauber. Die ganze Garage ist quasi sauber. Hinten auch. Ja, aber guck mal, wir sind schon mal hier. Ist auch richtig gut, ja, wir sind gut. Aber ist auch wieder eine richtig krasse Karte. Das ist eine richtig krasse Map hier. Die ist ja groß. Aber jetzt brauchen wir eigentlich nur das Dach oben, ne? Ja. Komm ich mal rüber. Komm ich mal hier. Komm ich mal da. Die Rinne hier. Kannst du auch von oben in die Rinne reinspritzen? Die fehlt nämlich noch. Da fehlt irgendwo noch ein bisschen so. Einmal die Rinne durchfegen und dann müsste es eigentlich durch sein. Rinnen sind echt schwierig. Ja, Rinnen sind echt. Das ist Oberliga. Früher hat man da auch echt Leute aus dem Ausland eingeflogen, die das übernommen haben. Da hat man damals aus Turkmenistan einen Rinnenfeger eingeflogen. Der Sims muss noch ein bisschen gesimst werden. Hier unten irgendwo ist noch irgendwas. Hier hast du irgendwas übersehen. Hier ist auch noch ein bisschen Sims-Schmutz. Mal, hast du irgendwie einen Trick, aufs Dach zu kommen? Guck mal hier, Holzverkleidung. Hä, hier fehlt noch irgendwo was. Ah, hier unten. Ja, habe ich die auch. Jo, aufs Dach ist schwierig, ne? Ich guck grad, ob ich hier. Ich kenne ja die alten Speedkletterer-Techniken. Zack, bin ich drauf. Kannst auch einmal hochklettern, die Leiter wieder hochziehen und dann, ne? Ja, das geht auch. Oder auch nicht. Das ist halt, wenn man nur eine hat, ne? Come on, come on. Kommen bald wieder ein paar kleinere Aufträge, glaube ich, dann. Wow. Also so richtige Quick-Spritz-Aufträge. Du am besten direkt von der anderen Seite. Ja. Dann haben wir hier gleich die Doppel-Spritztechnik von beiden Seiten. Eine Doppelbelastung von beiden Seiten, ja. Oh, hier ist aber noch die Regenrinne auch richtig. Oh, hier ist richtig hart Kruste. Für die Regenrinne müssen wir dann mal gucken, mal vielleicht, dann nochmal die Leiter. So. Also guck mal, wie das Dach dahin schmilzt quasi. Also das ist Technik, sag ich dir. Ich mach hier gerade eine Rinne noch schnell. Boah, die ist aber auch übelst verkrustet, die Rinne. Ja. Was haben die da nur reingespült, die Schweine? Ich weiß auch nicht genau. Ja gut, da ist dann, ne, der alte Taubenkacker. Der spült sich ja dann runter in der oberen, also die obere Millimeterschicht, die wird runtergespült. Dann legt sich ja auf die aufgeraute Taubenkacke, vom Wetter aufgeraute Kacke. Ja, da nochmal was drauf. Und da legt sich diese Patina drauf und das andere ist dann runtergespült, was dann an Stelle, also ne, in der Rinne verkrustet. Ja. Und dann musst du, wenn du in der Rinne Kruste hast, musst du halt richtig aufpassen. Aber 95%, wir kommen da durch. Wir kommen da durch. So, hier habe ich schon wieder eine Rinne durch. Gespritzt. Schieben wir uns zum Frühstück nochmal alle schöne Gurke durch den Entsafter? Ja.
Es sind halt diese ekelhaften Spermozidflecken da oben auf dem Dach. Ja. Und da wurden einige Dachorgien auf jeden Fall abgehalten. Ja, und das weiß jeder, ne? Und wenn da Kupfer und Sonne alles zusammenkommen. Müssen wir gleich mal gucken. Du kriegst ja dann so eine Liste, welche Kleinigkeiten noch fehlen, glaube ich. Ja, klar. Wahrscheinlich die Regenrinne da drüben bei mir. Im gewissen Punkt. Meine Dachseite hier, jawohl. So. Puh, 99%. Und keine Anzeige. Jetzt, hier nochmal. Holzverkleidung 9-mal. Sims und Pfosten. Was ist denn Holzverkleidung? Hier habe ich einen Sims schon mal. Hier, ja, aber wo? Wahrscheinlich auf der anderen Seite oder so. Ah, hier, guck mal. So ein geheimer Winkel hier. Und der wird bestimmt von der anderen Seite auch noch dran dreckig sein. Achtung. Oh. Ja. Hier habe ich nochmal ein bisschen Sims. Ja. Pfosten, aber welcher? Da ist noch was. Holzverkleidung. Oh, die Dinger hier. Die von oben. Boah, hier habe ich nochmal. Ja. Ja, 2 Stück direkt. Auch nochmal eine. Da kalinkert es aber nochmal ganz schön. Ja. Aber welcher Pfosten? Ah, hier, der. Boah, da hat aber einer nicht sehr gründlich gespritzt. Was noch? Noch mehr Verkleidung. Da war noch was, ja. Noch 2 Stück. Ist wirklich die? Warte mal, da ist bestimmt der von hinten der Winkel hier, warte. Ja, da ist noch Kruste. Eine noch. Ist bestimmt die andere noch dann hier, oder? Ne, die ist sauber. Irgendein auf Holz. Dach irgendwo sein? Ist das auch Holzverkleidung oder? Sims. Ha. Ist ja oben links so scannen quasi. Ne? Einfach immer so ein bisschen drüber gehen. Naja. Und dann immer, da irgendwo noch was angezeigt wird. Fensterrahmen, Holzverkleidung in diesem. Die hier, glaube ich. Ja. Yes! Ja. Au. Boah, harte Nummer. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Was gibt's beim nächsten Mal? Wir können mal kurz reingucken. Hier nochmal im Speed-Durchlauf. Also, als nächstes haben wir ein Schuhhaus oder ein Skaterpark. Oh, das Schuhhaus. Oh, Skaterpark wird übel, ne? Das wird eine Nummer. Sind schmutzig. Schmutzige Teenager. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bewertung da lassen und tschüss.